Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangidorafi und ich bin unterwegs mit dem ELC F90 auf Wadi. Wir sind unterwegs im Speereinsatz und wie man sieht im Hintergrund, hey, ich deine neue schon Liste gesehen. 18 Räder. Den Wüstensand. Hast du nicht dauernd Tiere auf der Scheibe? Wieder aufgewirbelt hat noch. Du hast den Wüstensturm. Ich bin stolz drauf. Das ist schließlich das Einzige, was ich habe. Und in den Runden vom Speereinsatz geht es auch hauptsächlich gar nicht darum, was für Schaden wir gemacht haben, sondern es geht einfach um die Wettereffekte, wie es aussieht, was die bewirken. So, jetzt sind wir drinnen. Und oben steht auch Seitschirme erschweren, das entdeckt gegnerische Fahrzeuge und das Übermitteln ihrer Position. Man sieht, wir fahren hier schon ganz schön weit vor. Wir machen hier noch gar nichts auf. Hier kommt einfach gar nichts. Auch so auf der Karte sind noch keine roten Punkte. So. Kein Gegner taucht auf. Wir sind jetzt schon fast wieder am Rand des Sandsturms. Auf der Minimap erkennt man es, wo die Grenze ist ungefähr. Jetzt fahren wir raus und wir machen den ersten Gegner auf. Er zündet uns auf dich an, dann macht sich da noch einer. Du Mistkerl, hier werde ich's zeigen. Hör auf, Licht, jetzt machen wir auch den Gegner auf. Sag mal, Specki, warum schießt der nicht auf uns? Wir vergeigen unsere Schüsse. Zum Glück, Kupa trifft uns nicht. Ja, jetzt können wir gleich weiter vorfahren, um vielleicht noch die restlichen, die jetzt noch fehlen, aufzuklären. Beziehungsweise hier, da geht der Schaden schon mal los. Ja, vom FV, den wir gespottet haben. Was denn? Du lässt mich einfach abstinken? Was ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Haben wir ganz schön gespottet. Der FV ist auch rausgegangen schon. Was hat uns jetzt die Runde gezeigt? Dass das Gegnerteam gar nicht da reingefahren ist. In den Sandsturm im Süden. Anschnallen! Verzündung einschalten! Er steht auf 4 zu 5. Jetzt sieht man, zwei Heavy stehen am relativ am Rand von dem Sandsturm. Das heißt, wir sehen sie noch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt noch mal reinfahren. Sagen wir, wie sich der Gegner am Rand aufhält. Jetzt ist die Glückssträhne zu Ende. Sieht man ihn noch, aber weil er etwas weiter reinfährt, wollte er verschwinden, als ob er von der Karte komplett verschwinden würde. Aus dem Minimap sieht man ihn noch, aber
Das Sichtfeld ist dann nicht mehr da. Es sind dann halt so Abschnitte, die halt wie abgetrennt sind. Das möchte man halt so ein bisschen zeigen. Diese Runde geht jetzt auch schon etwas länger, die geht mal über 5-6 Minuten, heute geht sogar 7 Minuten. Das ist eine der längsten Runden, die ich im Sperreinsatz gespielt habe. Das wird man dann bei den nächsten Videos dann sehen, dass die Runden deutlich schneller zu Ende gehen. Ist ja fast noch schlimmer als das normale Giode, wo die Runde doch mal fünf oder normalen Runden 5-6 Minuten gehen, bessere 7-8 Minuten, wo kein Team das andere überrennt. Ich glaube, das ist auch wieder mal einer der wenigeren Runden, wo man alle Gegnerfahrzeuge zerstört werden. Es war auch oft genug der Fall, dass einfach dann eine Seite durchgepusht worden ist und durchgecapped worden ist und dann das Team durch Cap gewonnen hat. Wurzeln zu zählen. Oder 50 Schaden haben wir gespottet. Trotzdem ein gutes Ergebnis auch eingefahren. War schön, dass es sehr verwackelt, sonst hätten wir auch mehr Schaden gemacht. Aber alle Runden, die man halt im Spieleinsatz auch gefahren ist, gehen in die Statistik ein, wo sich schon sehr gute Spieler drüber aufgeregt haben. Also ich habe Videos gesehen von anderen, die haben sich wirklich sehr darüber aufgeregt. 15-10 gewinnen wir. Und damit schauen wir uns auch fix das Gefechtsergebnis an. So, mit dem ELC Evan 90 auf Body haben wir gemacht eine Überlebensabteilung der Klasse und Speer. 442 Schaden, 637 Spaßerfahrung. Aber wie gesagt, das ist dadurch, dass es ja ein Speereinsatz ist, eigentlich relativ unwichtig. Wir waren dabei 4 Minuten 25 Sekunden, die Gefechtsdauer waren 7 Minuten 46 Sekunden und wir haben 45.468 Kreis Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst mir ein Like da, über einen Kommentar würde ich mich auch freuen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Gefecht.